Ich nehme an, Attex wird New Kraus gewotet haben. Das ist so der einzige Vote, wo ich mir ziemlich sicher bin. Beim Rest keine Ahnung. Maus würde auf jeden Fall als T starten, leider keine Flaggen am Start, weil der Admin bei dem anderen Match zwischen ESC und Navi am drin ist. Und demzufolge wird das Match hier nicht administriert, soweit ich weiß. Trotzdem ist live. Ich habe gerade nachgeguckt, Kamikaze ist MNL. Hazelnut dürfte dann so. Ne, Solik ist da. Ja, vielleicht könnt ihr das noch fix rausfinden, wer hier Hazelnut ist oder Hazelnut. Wie gesagt, Kamikaze ist MNL. So, und der spielt am B zusammen mit sich selbst. Maus drängt da B zurück zu zweit. So, Attex macht aber null Anstalten zu schieben. Wir wissen da anscheinend gut, was abgeht bei Maus. Trubel hebt nochmal raus. So, werden jetzt gleich Mitte einnehmen. So, und einer steht da im Eck. Wird schön gedoppelt. Crystal lenkt dort ab. Und davon sieht man es, einer noch im Loopback dort. So, der macht einen. Macht keinen zweiten. Maus gast über Has. Stavros macht's schön. Kommt verzögert über Action. So, hat jetzt Penis, Dildo angesagt. Aber Rack räumt er einfach auf. Strukturiert im 1 gegen 2. Beide Base. Er hat die Bombe. Nicht. Jetzt hat er sie auf Spot. Er kann sie immerhin noch legen. Boah, schade. Aber immer noch Bombe gelegt. Krasse Runde von Rack im Sandkasten. Weiß nicht, ob Stavros da reinspringen wollte oder ob das überhaupt geht. Hab ich nicht mal reinducken kann man sich. Schade, wenn sie den eher aus dem Spiel nehmen. Der hat eigentlich wirklich gerade die Runde gerettet für Attex. Wenn sie den eher aus dem Spiel nehmen, dann ist es sehr wahrscheinlich die Runde für Maus. So, die Tabellensituation spricht gerade für Attex auf jeden Fall. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob Maus überhaupt eine Chance für die Playoffs hat. Ich glaube schon, wenn sie alle Spiele gewinnen. Aber ja, die Tabelle ist ein bisschen komisch. Ich schaue danach auf jeden Fall nochmal rein. Gucken, wie sich da die Situation verändert hat. Maus, glaube ich, gerade auf dem 10. Platz oder so. Aber die Teams liegen relativ alle nah beieinander. Und wenn sie jetzt noch 9 Punkte in den, aus den 3 Spielen mitnehmen, dann könnte das noch was werden. Ah, vielleicht gute Eco bisher. Das ist eine Glocke-Eco war. Schöner Headshot von Stavros. Springt ihm auf den Kopf. Und Crystal hat er lange gebraucht, um ihn zu töten. Trotzdem 2-0 Alternate. Maus kann kaufen. Haben sie auch instant alle getan. Klar, Bombe erste Runde gelegt. Zweite einfach Full Eco. Dann reicht das Geld auch schon in der dritten Runde. So, spielen wir wieder den Standard. Rack kann ein Opening setzen. War da offensiv im Döner oder Haus? Stavros geht direkt B auf Frag. Boah, sehr schön, macht den ersten. Der Ruinenspieler zieht nicht rum. Müssen aber noch aufpassen. Struxi hat aufgepasst. So, B eingenommen. Eigentlich auch egal, ob Stavros sich da verrät. Wenn jetzt auch. Boah, saubere Runde von ihm. Ganz stark. Da war es nur nach Rack und Solek. Boah, Alter, was er heute drückt. Nur nach Rack, auch gute Flash von Savos. Dort hat er dann nicht mit dem gerechnet. Aber dennoch, Troubley schießt auch schön. Sehr, sehr, sehr gute Runde von Maus. Trotz des gefangenen First Tracks direkt B den Frag setzen können. Hat Alternate nicht aufgepasst, da waren sie noch nicht bereit dafür, dass der Spieler im Hof so weit oben war. Maus hat da gut die Lücke genutzt und in die erste Runde umgemünzt.
Attacks muss direkt sparen. Oh. Also Star Wars ist heiß heute. Er hat auch vorhin mit irgendjemandem gechattet da. Irgendeine komische Sprache. Ich weiß nicht genau, ob das Griechisch war oder sowas. Was heißt das? Keine Ahnung. Aber die, die Spieler sollten sich ja, glaube ich, alle untereinander kennen. Also die ehemaligen Source-Spieler. So, die restlichen beiden sind am B. Also, was wird jetzt endlich mal überrannt? Runde ist aber dennoch safe für Maus. Nix, Strux, sie machen da schon die Ausgänge dicht. Nix hat auch schon die Steps gehört. Und dann war es nur noch MNL am B-Spot. So, schau kurz in die Kommentare. Hat jemand rausgefunden, wer Hazel ist? Ist das jetzt... Okay, da steht Felix. Also... Genau, der Name ist mir nicht eingefallen. Also, wenn es nicht Felix ist, dann einfach nochmal spammen irgendwie. Aber ich finde, die Spieler sollten professionell genug sein, um hier nicht immer mit irgendwelchen Fake-Nicks aufzulaufen. Ich meine, bei Maus, wenn man da sich Starvi oder so, da weiß man immerhin noch, dass es Star Wars ist. Ja, und darauf bin ich noch gar nicht eingegangen, denn der gute Aprox fehlt heute. Und der Tornado-Toni, ja, so heißt er wirklich, springt hier ein für Schnapper. Wird er heute alle drei Spiele bestreiten. Und Aprox Aprox Rolle da einnehmen, vorübergehend. Ich weiß leider nicht, was Aprox hat, aber ist ja auch echt scheißegal. Maus muss halt alle ihre drei Matches machen, sonst wären sie da rausgeflogen aus der Liga. Sie wollten sie alle verschieben auf nächste Woche, da sie nicht zum Trainieren kommen für die EPS Finals. Meine, klar, so ein offizielles Spiel ist natürlich auch bis gewissermaßen Training. Aber wenn man dann noch irgendwelche Specials vorbereiten will für die Finals, dann brauchen wir natürlich nicht unbedingt Gegner, sondern muss viel Zeit gemeinsam einfach auf dem Server verbringen. Noch Star Wars bindet da 2 am B. Maus fährt über Hairs, holen beide Frags. Nur noch ist es wieder Rack am großen Sandkasten. Vorhin hat er die Runde entschieden in der Pistol. Das kann er jetzt auch wieder schaffen. Macht aber nur einen. Und die beiden B-Spieler sollten eigentlich instant safen. Warum Hazel da überhaupt, also Felix nur eine P250 hat, verstehe ich allerdings nicht. Maus relativ weit weg, safen auf jeden Fall auch. Hazel, also Felix will sich noch eine Waffe schnappen. Maus spielt das wirklich super kontrolliert runter. Was ist das für eine Frage? Womit spielst du Basketball? Du hörst dich nicht so an. Was? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? So, Exlava fragt, wer ist der Caller bei Maus? Ich denke mal, du meinst den Ansager. Das ist Struxi. Aprox hilft ihm da, glaube ich, ein bisschen, aber ich glaube, Struxi... Ah ja, also Struxi ist auf jeden Fall der Ansager. Inwiefern er da auch die Taktiken ausarbeitet, weiß ich nicht. So, Maus hat wieder relativ schönes Timing gehabt. Mitte auf Contact eingenommen. Was meiner Meinung nach riskant ist, aber hat gut geklappt bisher. Legen Action an, entscheiden sich jetzt doch nochmal schnell über Hess zu gehen. Tornado Toni mit dem First. Ziehen jetzt nochmal weg. Nehmen da jetzt das Gas raus. Oh, sauber. Tornado Toni noch einen Frag und Stavros hinterher. A-Spot somit komplett frei. Und Attack sieht dort nicht souverän aus. Bin gespannt, wie sie jetzt sich darauf einstellen. Ob sie da was Offensiveres spielen oder 1-4 Aufbau machen.
meine, sie sollten wissen, dass wie Maus am Anfang mal aufbaut, dass sie da zu zweit Banane zurückdrücken. Wenn das der Fall ist, könnte man eigentlich auch direkt einen allein im B lassen. So, schön noch von Trouble die Exit Tracks. Und da macht Maus trotz verlorener Pistole hier das 4 zu 2. Der Text müsste in Geldnöten sein. Und nicht nur müsste, es sind sie auch. Na, jetzt direkt schon 1-4 in der Eco. Na gut. Fast egal. Felix kassiert ja schon gut Hits. Da war so ein Struxi. Gehen jetzt auch direkt wieder hinterher. So, gehen aber jetzt kein weiteres Risiko ein. Ist okay. So, Rack pusht jetzt Gang. Oh, das könnte richtig böse enden. Ja, wobei Maus contactet sich schon klein. Aber Rack kann das durchgeben. CTs schieben gerade, sieht man ja wunderbar. Maus ist schon drauf. Brauchen jetzt einen Frag, kriegen sie auch. Spot somit frei. So, Ruine nach einer. Nix holt Banane unten. So, die letzten beiden Spieler über Base. Oh, schöne Smoke von Struxi. Eine gute Variante. Vielleicht dort Tornado Tony. Aber einer schon links weg. Hallo? Oh, sie lassen ihn ernsthaft durchlaufen. So, wer ist da noch auf Spot? Trouble, ey. Den könnte Solek machen. Sie schieben gerade alle ernsthaft weg. Boah, zum Glück ist Trouble da noch dort. Boah. Alter, wenn sie da alle schon weggelaufen werden, Prost Mahlzeit. Wenn er da noch einen Kit hat, dann GG. Aber alles nochmal gut gegangen. Trotzdem müssen sie da in das Eck gucken. Die Ghost Smoke ist einfach so enorm dick, dass man da mit jedem Move rechnen muss. Ich meine, die Smokes sind natürlich auch für den Gegner manchmal sogar ein Vorteil. Muss man enorm aufpassen. So, Attex stellt um, bauen aufs Offensive. Er spielt direkt was Offensives. Funktioniert auch soweit. Da war es nur noch 38 HP durch die AEs. Und so liegt Mitte unten. Ungesehen. Boah, sehr schön, wie sich Attex hier gerade drauf einstellt. So liegt müsste da vielleicht gleich beide kriegen, wenn sie sich zurückziehen sollten. Er ist immer noch Mitte unten. Felix mit dem First. So, und müsste jetzt in Solex Arme laufen, das er auch tut. Sehr schön, er hat die Bombe sogar. So, wie reagiert Maus drauf? Können eigentlich kaum da noch was machen, wenn Attex jetzt... Ah, die Bananenspieler müssten eigentlich schnell runter mithelfen. Sorry für meine Fail-Zeichnung. Das verstehe ich nicht, warum sie hier noch auf dem B drauf sind. Müssten eigentlich schon längst Banane mit runter und was macht Solex da? Sollte einfach warten. Hier, warum sie B immer noch defensiv stehen, verstehe ich absolut nicht. Jetzt ernsthaft. Wenn hier unten die Bombe raus, so liegt die ganze Zeit da ist, dann können sie doch schon mal runter und mit ihm helfen. Weil da bringen sie ihm gerade absolut nichts. Und Maus ist an die Bombe gekommen. Und jetzt können sie es tatsächlich noch machen. Gehen über Action allerdings. Tornado nochmal über Haus. Und er steht unten im Haus. Ich glaube, er steht unten. Kann man Dutschen legen? Ich glaube, er versucht es gerade. Oh, mit Sandkasten rechnen sie nicht. Oh, krass, er kann tatsächlich noch legen. 1 gegen 4. So, er weiß genau, die Runde kann er nicht mehr machen. Versucht jetzt noch so viel wie möglich Fracks zu ziehen. Rack steht aber. Ah, schade, dass sie das Spot nicht, also Sandkasten nicht aus dem Spiel nehmen können. Trotzdem enorm fahrlässig gehandelt von Attex. Die Runde nochmal so unnötig knapp zu machen. So, schöne Fläche von hinten Richtung Felix. Wieder beide Spieler oben am B.
Mars spielt also weiterhin Standard. Star Wars wird jetzt allein gelassen. So, Kinderzimmerhaus. Soweit jetzt schon eingenommen. Kein Goal, das ist eher ein Fake. So, steppen jetzt weg. Ich weiß nicht, ob die Spieler das gehört haben. Und Savos geht auf Frag, kommt Ruine rein. Direkt vor ihm, aber MNL hat aufgepasst. Oh, Attex macht das ganz gut. Oh, Ruine, sehr schön. Stirbt jetzt 3 gegen 3, alle 100 HP. So liegt aber schon ganz weit vorn. Sehr schön, kann die Bombe aus dem Spiel nehmen. Ah, da riskiert er dann zu viel. So, Next Deck dient gut. Schöne Plant-Pose auch von Trubel. Boah, schöne Edge von Next. Da war es nur noch Crystal. So, spielen sie jetzt safe. Wenn sie jetzt zweit rumziehen. Hoffentlich nicht hintereinander. Boah, schön in Schatten. Direkter Reflect vielleicht. Crystal hat auf AK geswitcht. Er hat das Kit. Er hat das Kit. Oh, 10 HP runtergeschossen. Da wurde es nochmal knapp. Aber Maus hat die Runde gewonnen, letztendlich. Durch den, ja, vielleicht durch den Fehler von Solek. Wenn er die Bombe holt, dann einfach nochmal Banane defensiv geht. Bisschen mehr Zeit rausholt. Und dort nicht unnötig stirbt, dann sieht das wieder besser für Attex aus. Also Maus vielleicht nicht gerade enorm überlegen oder einfach nur krass. Sondern Attex gibt hier meiner Meinung nach Runden unnötig ab. Boah, zwei Emulate und könnte Frags ziehen. Boah, auch Nix hat er Probleme. Boah, kann ihn jetzt endlich noch holen. Und Trouble mit einer guten Entscheidung über Has. Kann er gleich den Sandkastenspieler machen. Da ist gar keiner. So, da war es noch so legendär Action. Sorry, dass ich die Frags da im Hass verpasst habe. Ganz verrafft, dass sie dort schon offensiv blocken. Die Bombe liegt auch zum kleinen Sandkasten, zur Bibo. Oh, what? Da immer nur noch 1 gegen 1. Aber Travier macht's gut. Ja, war halt kein Kit. Trotzdem schöne Headshots von Solek. Schöne Einzelleistung, aber zu einer Runde reicht es am Ende halt nicht. So, Crystal versucht jetzt mal mit Aare am Großen und MNL weiter mit Aare am B oder wieder. Da direkt. Er wird auch zugedrängt. So, müssen jetzt wissen, dass 2 MB sind. Maus komplett Banane schon. Ob da irgendein besonderer Go kommt. Da gibt es Flashes. Da gibt es hinten die Flashes. Frags sitzen für Attacks. Boah, der T ist noch richtig blind. Ganz schlechter Go von Maus. Vielleicht haben sie gedacht, dass da nur noch einer allein steht. Boah, da werden sie komplett zerschossen. Schön verteidigt von Attacks. Ah, vielleicht haben sie da wirklich mit so einem kleinen Read gehabt, dass Attex vielleicht nur noch allein am B spielt. Aber wenn sie da die Aare zurückdrängen, müssen sie dann entweder direkt den Go spielen oder es halt abbrechen. Weiß nicht, auf jeden Fall war der gerade super easy zu handeln für Attex. So, diesmal kann MNL den First Track setzen. Rack war da schon wieder extrem aggro. Und nichts mit dem Reflect, aber Rack kann noch entscheidend werden. Hört da Trouble. Man muss Kinderzimmer checken. Verliert das Duell gegen Rack? Reflect vielleicht von dem Hausspieler rechts.
kann Toni machen. Küssel noch großen Sand. Bekommt Unterstützung von Felix. Oh, da sterben sie beide. Schön aufgeräumt von Maus. Da muss auch lachen. So, Maus ist eigentlich nicht so schlecht im Ausspielen von solchen Situationen. Ex springt da rückwärts hoch. Smoke liegt gut. Der sieht der CT lange nix. CT immer noch da, hat sich noch nicht entschieden zu safen. Doch jetzt. Schlecht weg, auch nicht so schlecht. Gibt den T's nicht unnötig Infos. Ah, ob er ihn noch hört. Also an die Habe kommen sie auf jeden Fall nicht mehr. Achte Runde für Maus, somit schon mal die Halbzeit gewonnen. Ich muss mal auf die Pings schauen. Ja, so ein Bootcamp war da, glaube ich, eh nicht geplant bei Attex. Wollte ich gerade noch mal checken. Zu dritt jetzt am B. So blockt er den Push. Trifft jetzt gleich auf Trouble. Oh, da hat er ihn gesehen. So, der weiß, es ist schon auf B. Und, lol. Warum wurde Rack da nicht gespottet? What the fuck? Star Wars müsste das da am Spot sein. Rack immer noch da am Spot. ETF. Und da kriegt er keinen. Krass. Dass da was er nicht reingeguckt hat ins Eck. Sehr, sehr, sehr eigenartig. Ja, Alternate hat wieder einigermaßen Geld. Auch wenn es nicht wirklich zu viel reicht bei Rack. Er hat echt nur eine P250. Attex scheint ein bisschen hilflos zu sein. Schönes Prefire von Star Wars. Ne, von Struxi. Aber Attex spielt da auch wirklich fast immer das Gleiche. Oh. Ich würde sagen, das müsste man eigentlich hören. Ein bisschen Damage aufgebaut, ausgetauscht. Zwei nach am B und Maus wieder Richtung A unterwegs. So liegt er noch in der Laube. Er hat nicht gesessen. War schön. Ich glaube, die wollte das Eck spotten. Was? Was macht der denn da? Warum fährt er da so rein? Struxi gammelt sich da ein Frack am B ab. Da passiert aber nichts. Und jetzt wartet Maus und das ist eigentlich gut für sie. Zwei sind noch am B. Star Wars zieht sich jetzt zurück. Nur zwei am A. So, können jetzt eine Hausspieler flächen. Donaldo Toni mit der Bombe. Auf Spot noch einer. Next macht er beide vom Haus um, glaube ich. Vom Sand. Boah. Alter, der hat richtig Probleme zu verschieben. Richtig zu verschieben. Sich auf das Spiel von Maus einzustellen. Die AWP ist halt auch immer dort hier offensiv und zielt. Und Struxi macht das immer gut. Oder Star Wars gehen da direkt mit Prefire rum. Die AWP hat dort bisher nur einmal einen First Pick bekommen. Und daher Maus handelt das schon sehr, sehr, sehr gut. Also ich würde den eher empfehlen, komplett ohne AWP zu spielen. Meiner Meinung nach ziehen sie da die falschen Schlüsse draus. Ach, wenn es aber ein schöner Schuss war. Brauchen einfach mehr Infos, wo Maus hingeht. Und dann müssen sie natürlich auch mal was umschießen. So, und das steht tatsächlich schon 10 zu 4.
Mausi auf jeden Fall mit der Chance, das 11 zu 4 zu machen. Wieder Standardaufbau bei Maus, gibt aber auch keinen Grund, das irgendwie großartig umzubauen. So, da ist ein Haus unten offensiv. Der Rack. Nächster hat die Steps gehört. Oh. Er ist hochgesprungen. Nichts getroffen dadurch. Der blockt die Rippen offensiv. Schöne Flash. Haus gleich noch das Duell bei Trouble. Ist aber große Sand gesprungen. Trouble hört da die Steps eigentlich. Sandkasten jetzt auch angesagt von den Hess-Spielern, die da schon durch waren. Aber da stehen halt zwei. Doch Troubley rechnet mit dem zweiten. Oh, den kriegt er nicht. Schade. Bei der T-Slow. Vielleicht noch die Chance für die fünfte Runde. Oh, nicht so ein Struxi mit vier. Den muss er überrennen. Den muss er überrennen, das weiß er. Schade. Gut gehandelt von Rack. Knappe Runde dennoch. Alternate macht hier somit nochmal die fünfte. Dennoch. Maus hat die Pistole verloren und machen hier trotzdem das 10-5. Das spricht nicht wirklich für Alternate. Und sollten sie jetzt die Pistole verlieren, gehe ich mal dafür aus, dass sie hier nicht mehr so viele Runden machen werden. Mal abwarten. Nach oben. Davos und Tornado Tony spielen da B. Und Maus blockt im Haus. Nette Aufstellung. Schade, dass da nichts passiert. Sie gehen B. Ah, nette Flash von Tornado Tony. Sehr schönes Pre-Aim. So, die Flash kommt. Davos dreht sich nochmal rechtzeitig weg. Tornado muss ihm helfen. Davos mit seinem zweiten im Reload. Schön die Säule da genutzt. Schade, dass Tornado Tony keinen macht. Da muss er selbst lachen. So, Seitengang schon einer links. Max weiß das anscheinend. Sehr schön rumgegangen. Nur noch MNL und Felix. Maus hat allerdings kein Kit. Schöner gegen Spawn. Boah, schön. Extrem. Schöner Headshot nochmal. Extrem starker Retake, aber von Maus. Gut gehandelt am B. Schade, dass Tony keinen mitgenommen hat. Sonst wäre es noch eindeutiger geworden. So, und das eingetreten, was ich eigentlich nicht unbedingt gehofft habe. Etix verliert die Pistol. Mal gespannt, ob Maus am Wochenende, am Samstag auch die EPS gewinnen wird. Ich gehe mal stark davon aus. Ich glaube, national haben sie nicht wirklich einen Gegner, aber wer weiß, was Gamed vielleicht noch macht gegen Attex. Im anderen Spiel haben wir Faculty gegen... Puh. Ich kann nur an drei Teams erinnern. Attex, Maus, Faculty... Ach, und Games. So, mal Maus kurz Hand auf. Genau, ich glaube, Maus spielt gegen Faculty und Attex gegen Games. Ich denke mal, dass Maus wenig Probleme mit Faculty haben wird. Wobei, es könnte ein spannendes Spiel werden. Attex, Games. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie die Games-Spieler im LAN so sind. Attex ist ja ganz okay. Haben es, glaube ich, sogar auch mehr LAN-Erfahrung. Aber ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen. So, Attex konnte kaufen. Solik mit dem First Track. Troubley aber instant. Refrag da am Haus. Also kein richtiger Refrag, aber trotzdem den Ausgleich geschaffen. So, Struxi nutzt da die Smoke. So, und ein T jetzt an der Bank.
Er läuft tatsächlich raus. Struxi hat da Probleme, ihn zu töten. Schafft's aber letztendlich noch. Kriegt auch wenig Schaden. So, und der Rest ist vom B. Next spotted er. Tornado könnte eigentlich Anti-Flash stehen sogar. Oh, fast nochmal unnötig von Nexus, der dort rumzieht. So, Toni verrät seine Pose nicht. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Sollte hier... Ah. Oh, 2 gegen 2. Maus hat vorhin den Super Retake gespielt. Mal schauen, ob sie es nochmal schaffen. Double Pick dann Kid, Struxi holt den ersten und MNL auch Pose bekannt. Schöne HE wieder ins Spawn-Eck. Und Trubel darf diffusen. Struxi hat aber auch ein Kid gehabt. Keine Probleme mit dem Retake bei Maus. Da bückt sich der CT, der T sogar schön ins Eck. Setzt sich da gemütlich hin. Schade, dass Entex hier relativ wenig Gegenwehr leistet. Aber vielleicht motiviert das Maus ja und sie gewinnen hier heute noch tatsächlich alle drei Spiele. Als nächstes treffen sie auf Rushed und dann später noch gegen Navi. Oh, Alter, haben sie da Probleme. Einfach gut überfahren. Und am B müsste der letzte Toni sein. Verschießt da gut mit Abe. Ist schon von hinten. Schöner Headshot von ML. Boah, der zweite auch. Und Trouble ist low. Boah, das könnte mal knapp werden. Und er ist leicht drauf. Hat jetzt einen Step gemacht. 40 Sekunden noch. Vielleicht Ruine durch. Oh, jetzt direkt hinter ihm. Trouble läuft weg. Ach, die Bombe nicht. Ich muss da unten irgendwo sein. Oh, schöne Flash. Nochmal. Und Trouble geht ganz weit weg. Ich frage mich gerade wirklich, wo die Bombe ist. Ach, dort falsche Mitte. Hier ist hier. Oh, Trouble macht das so gut. Geht komplett weg. Hat er wunderschön ausgespielt. Krass, hat sich auch... Sobald Toni gestorben war, ist er direkt weggeschoben. Hat er kein weiteres Risiko eingegangen. Krass, schön gespielt von ihm. Kann man nichts sagen. Das konnte aber nochmal kaufen. So, auch hier relativ ähnlichen Aufbau. Crystal kann Struxi machen, der im Döner-Offensiv war. Allerdings auch alleine. Nehmen sie B ein. Oh, einer schon Emulate. Da am Heuwagen. Attex lässt sich Zeit. ZT gesehen, sehr schön. Sag, was gewinnt das Duell? Schön. Trouble passt doch Instant House auf und macht auch den nächsten. Und da ist der Go aber wirklich komplett nicht synchronisiert. Also da geht jeder gerade einzeln vor, jeder stirbt einzeln, kein Refrag. Maus schon mit dem Draw. Alter, jetzt sieht leider, leider, leider nicht gut aus. Dann machen sie es Maus so einfach, wenn sie da allein auf die Frags gehen, ohne Flashes. Und selbst wenn man keine Flashes mehr hat oder nicht werfen will, dann darf man wenigstens gemeinsam den Contact Go spielen. So, Adex kauft natürlich nochmal, was geht. Und rushen. B. Oh, Toni
Oh. Und wie viel Schaden, wie wenig Schaden sie gemacht haben. ETF. So schön von Nex. Guck da, ob da nichts offensiv kommt. So könnten eigentlich instant safen. So eine Runde verdaddeln sie dann einfach, weil sie offensiv gehen und nichts umschießen. Aber wer kann sie ihn verübeln bei so einem Spielstand? Krass, also ich erkenne ihn kaum. Wenn man nicht weiß, dass er steht und hier so rumläuft, läuft. Keine Chance für den T jetzt eigentlich. Schade. MLR geht ja mit Mini-Step rum, hat ja auch die Arme. Hat schon versucht. Ah, immer noch einen weggenommen. Muss mich echt in die Eco gehen. Ja, die Runden waren ja gar nicht so knapp, muss man ja mal ehrlich gesagt sagen. Na klar, Alternate ist manchmal auf den Spot draufgekommen, hatten einige hatten oft die Bombe gelegt, also so schlecht stehen sie ja gar, eigentlich gar nicht da, wie ich sie vielleicht gerade runtergeredet habe. Haben halt einfach den Spot nicht verteidigen können, als die Bombe gelegt war. Banks. Da war es immer noch in der Ruine. Wie lange will er da noch warten? Er wartet immer noch. Er will da einen Frag, er will da einen haben. Aber links kommt nur sehr bedacht vor. Da kriegt er echt noch einen. Den zweiten auch noch. Ach komm, nein. Hey, nutzt doch mal die schönen neuen Features, die uns Valve hier beschert mit dem Go-Delay. Ach man, die letzte Runde wollen wir doch sehen. Wir wollen doch einfach nur mal ein Match komplett sehen. So wie auf dem Prag-Event. Da haben wir da auch jede Runde gesehen. Warum nicht auch hier online? Ach, schade. Also Maus wird dann das Spiel sehr, sehr wahrscheinlich 6-6 gewonnen haben.